Winterzeit bedeutet für uns Tennisspieler ja in der Regel dann Hallenzeit. Da gibt es natürlich mehrere Belege, sei es Granulat, sei es vielleicht auch mal Hartplatz oder Ascheersatz, wird ja auch ein bisschen populärer. Hauptsächlich wird aber auf Teppich gespielt. Und was es da für neue Schuhe gibt und was es da überhaupt im Sortiment gibt, das gucken wir uns heute mal an. Und wir haben folgende Schuhe dabei. K-Swiss schickt den Surface Carpet ins Rennen. Von Nike gibt es neu Air Max Challenge Indoor. Adidas bringt euch eine Barricade Team Carpet Version. Und von Wilson gibt es den Trends Impact Carpet. Adidas Barricade Team Carpet, wie der Name schon sagt, aufgebaut auf dem inzwischen schon fast legendären Barricade. Hier in der neuen Version inklusive Adi-Tough Versteifung hier vorne, die sehr angenehm zu tragen ist. Dazu gibt es das Torsion-System zur zusätzlichen Stabilität. Insgesamt sehr, sehr ähnlich zu tragen zu den Barricades. Ich glaube, die kennt auch fast jeder inzwischen. Ich persönlich habe den sehr lange getragen. Auch wenn die Sohle hier ein bisschen farblich markiert ist, da markiert überhaupt nichts. Und die Hallenbesitzer können sehr zufrieden sein, weil es fährt nichts auf dem Boden ab. Ich habe das Ding wirklich lange gespielt. Ich kann das bezeugen. Insgesamt sehr netter Schuh. Ähnlicher Tragekomfort wie eben bei den normalen Barricades. Das ist so eine Mischung zwischen Barricade 6 und Barricade 7, würde ich mal behaupten. Die Lüftung ist eigentlich ziemlich gut. Meiner Meinung nach gefühlten 6-7 Stunden möchte man irgendwann mal da raus, vorher aber auch nicht. Sehr bequemer Schuh, sehr zu empfehlen, wer eh mit Adidas Schuhen von der Fußform zurechtkommt, der Adidas Barricade Team Carpet. Das hier ist der K-Swiss Surface Carpet. Meiner Meinung nach sind K-Swiss Modelle immer auch was für Leute, die ein bisschen breiteren Fuß haben, so auch hier. Das ist von den vier, die wir hier haben, meiner Meinung nach der Schuh mit dem meisten Platz innen drin. Also was für, wie man sie nennt, Breitfuß-Indianer auf jeden Fall. Normalerweise heißt es ja auch, dass K-Swiss Schuhe etwas schwerer sind. Der ist definitiv nicht der schwerste im ganzen Test. Was man aber sagen kann, gerade an den Innenseiten und gerade auch an dieser richtig dicken Zunge, das ist der gepolsterte Schuh von allen. Dazu kommt, dass die Sohle, normalerweise ist die ja richtig glatt, vielleicht ein bisschen angeschliffen, wenn man damit gelaufen ist. Hier ist sie sogar ein bisschen leicht geriffelt und kommt ein spezielles Gummi zum Einsatz. Bietet also sehr guten Halt. Sehr stabiler Schuh, nicht zu schwer, gute Lüftung. Auch jedem zu empfehlen, der vielleicht ein bisschen breiteren Fuß hat, der mit anderen Marken nicht klarkommt, der Surface Carpet von K-Swiss. Das hier ist der Wilson Trends Impact Carpet, also auch hier rein an Hallenschuh, wie der Name schon verrät. Die Sohle hier, ähnlich wie beim K-Swiss, nicht ganz glatt, sondern ein bisschen aufgeraut. Ich glaube, das kann man ungefähr sowas wie eine Orangenhaut nennen. Man möge mir da verzeihen. Super Dämpfung, allerdings ist das der Schuh, der am dünnsten wirkt und am engsten ansaß. Das heißt nicht, dass man auf Komfort verzichtet, sondern einfach, man hat nicht ganz so viel Dämpfung ringsrum. Man hat dafür aber auch das Gefühl, man hätte einen sehr leichten Schuh am Fuß. Für jeden, der das mag, sehr gerne. Zur Fußform ein bisschen dünner, das gebe ich auf jeden Fall zu. Nichts für Breitfuß-Indianer wie zum Beispiel bei dem K-Swiss. Die Sohle ist meiner Meinung nach mit einer der härtesten aus dem kompletten Vierer-Paket hier. Die Dämpfung sehr gut. Sehr angenehm, sehr direkt. Man hat das Gefühl, man steht sehr tief am Boden. Insgesamt die Hacke verstärkt, die Seite verstärkt, sehr guter Halt. Man muss aber auch sagen, dieser Schuh bietet, glaube ich, von allen Vieren hier am wenigsten Luftzirkulation, am wenigsten Luftschlitze. Muss man mögen oder ausprobieren. Ich glaube, der ist trotzdem sehr gut. Der Wilson Trends Impact Carpet. Das hier ist der Nike Air Max Challenge Indoor und das ist eine waschechte Neuheit, der ist gerade erst frisch rausgekommen. Seien wir mal ehrlich, der sieht sehr schick aus und sticht mit den Farben, unter anderem auch mit diesem frischen Gelb und sowas, sticht der ein bisschen aus der Masse der Hallenschuhe raus. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Insgesamt kann man sagen, der Schuh ist sehr ähnlich den Cord Ballistics, die ihr aus dem Sommer kennt. Wer also die im Sommer spielt, fühlt sich hier definitiv schon mal zu Hause. Natürlich, wie der Name schon sagt, hier mit Air Max Sohle versehen, sehr, sehr weich, auch wenn man das von außen anders sieht. Man geht ein bisschen in den Schuh rein, in der Ferse, das heißt für mich, wenn man auf dem Platz steht und tief stehen möchte, ist das super. Sehr schönes Gefühl, sehr direkte Übertragung. Dämpfung ist super, sehr steife Sohle, aber sehr angenehm verwindungssteife Sohle, so rum, das passt eigentlich besser. Wie ihr schon seht, überall Luftlöcher perforiert, in der Mitte hier noch gesteigert durch einen Mesh-Einsatz, der wirklich jede Menge Luft durchlässt, also sehr, sehr angenehm für Luftzirkulation. Wie ihr seht, die Sohle ist ein klein bisschen dunkler geraten, aber das macht überhaupt nichts, da färbt gar nichts ab. Das hat weder bei den alten Schuhen noch bei denen irgendwas dazu getan. Sämtliche Hallenbesitzer können von euch beschwichtigt werden, da passiert gar nichts. Meiner Meinung nach ein Top-Schuh und der sieht einfach super aus.
Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick gekriegt, was es so an aktuellen und neuen Schuhen so für den Indoor-Bereich gibt. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei, beziehungsweise ich glaube, da ist für jeden was dabei, weil wir jeden Schuhtyp, jeden Fußtyp und jeden Spielertyp eigentlich abgegrast haben. Bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch eine tolle und erfolgreiche Hallensaison, auch wenn sich die meisten wahrscheinlich schon wieder darauf freuen, wieder auf Asche zu können, weil das ja nun mal am schönsten ist an der frischen Luft. Ich persönlich bin Hallenfan, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein sehr erfolgreiches Abschneiden in der Halle. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.